Diese DVD ist als Hilfestellung und Anleitung für Sportler und Athleten, die sich mit der Thematik des Speerwerfens neu befassen, bestimmt. Es wurde gesteigert auf die Einfachheit der Darstellung und die Vermittlung der grundlegenden Informationen über das Speerwerfen geachtet. Somit ist das vorgezeigte Übungsspektrum auf wesentliche Teilübungen beschränkt und stellt keine Ansprüche auf Vollständigkeit. Prinzipien des Speerwerfens: Sicherung eines optimalen Beschleunigungsweges, Sicherung einer optimalen Geschwindigkeitsstruktur, optimale Abwurfvorbereitung. Sicherung eines optimalen Beschleunigungsweges. Ausreichender Anlauf. Wurf beginnt möglichst weit hinten. Das bedeutet langer Beschleunigungsweg. Ein flacher Abwurfwinkel von etwa 36 Grad des Speers bei hoher Abwurfgeschwindigkeit wird angestrebt. Zur Sicherung einer optimalen Geschwindigkeitsstruktur sei erwähnt, die Geschwindigkeit des Anlaufs sollte bis zum Abwurf hin stetig gesteigert werden. Optimaler Einsatz der Teilkräfte in der Abwurfphase wird angestrebt. Dies bedeutet hintereinander Einsetzen von Fußgelenk, Bein, Hüfte, Rumpf, Schulter und schließlich Arm. Zur optimalen Abwurfvorbereitung sei erwähnt, vorbereitet wird es durch betonte Ausprägung des letzten Impulsschrittes. Erster Teil, zyklischer Teil. Zählweise: auf rechts und auf links 1. Auf rechts und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und. Das letzte und ist auf rechts. Beginn, Ausgangsstellung, parallele Fußstellung. Ende, Beginn des azyklischen Teils. Technische Merkmale: 11 Schritte im lockeren Steigerungslauf mit genannter Zählweise. Speer leicht seitlich über Kopf und parallel zu Boden. Ruhige Speerhaltung mit lockerem Griff. Handrücken zeigt dabei nach außen. Bestimmende technische Schnittstelle. Schnittstelle zwischen zyklischen und azyklischen Teil. Wir kommen
von 5 Ende des Zyklischen und Körper verzögern, Schulterachse in Wurfrichtung. Jetzt beginnt azyklischer Teil. 1, Rücknahme des Speers. Wichtig. Speerspitze in Augenhöhe. Arm höher als Schulter. Erster Schritt weit vor Körperschwerpunkt. Greifender Schritt. Schulterachse parallel zur Speerachse, parallel zur Hüftachse. Nun zweite Phase nach rhythmusbestimmenden technischen Schnittstelle ist der azyklische Teil, auch Fünferrhythmus genannt. Beginn bei unserer Zählweise auf und, das ist Aufsetzen rechts. Ende, setzen zum letzten Impulsschritt auf links. Technische Merkmale. Speerrücknahme auf 1. Zu beachten dabei, Arm über Schulter. Speerspitze in Augenhöhe. Schulter, Hüft- und Speerachse stehen parallel zueinander. Weiters zu beachten, weiter greifender erster Impulsschritt wird aktiv vor dem Körperschwerpunkt gesetzt. Dritte Phase, letzter Impuls und Wurf. Beginn bei unserer Zählweise 3, letzter Impuls links, Ende. Bei unserer Zählweise 5, Abwurf, Gerät verlässt die Hand. Technische Merkmale. Bei 3, aktiver Impuls aus linkem Fußgelenk mit unverändert stabiler Körperposition. Und dabei wird der rechte Fuß in 90 Grad Stellung zur Wurfrichtung vorbeigezogen. Wichtig zu erwähnen, Hüfte bleibt geschlossen. Bei 4 setzen rechter Fuß mit 90 Grad Stellung zur Wurfrichtung auf den Ballen. Knie gebeugt. Wichtig zu erwähnen ist hier noch weiches Setzen, kein Bremsstoß. Durch rechte Kniebewegung Richtung Boden erfolgt bei 5 rasches Setzen links. Stemmbein wird möglichst gestreckt gesetzt. Rechte Ferse dreht nach außen. Und nun baut sich die Bogenspannung auf. Über unsere Bewegungskette, Fußgelenk, Knie, Hüfte, Rumpf, Schulter, Ellbogen und schließlich Hand. Abwurf. Also Zählweise 3, 4, 5. 3, 4, 5.
zweite wichtige Schnittstelle zur Findung des Wurfansatzes. Bei 5 gestreckten Sätzen links, aktiver Einsatz von Fußgelenk und Handgelenk. Beide werden eingedreht. Setzen links, Fuß und Handgelenk. Zusammenführung der Phasen etwas schneller. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 1, 2, 3, 4, 5. Spezielle Kraft. Ziel der speziellen Kraft ist die Erhöhung der Kraftfähigkeit der im Wurf relevanten Muskelgruppen und Muskelschleifen. Zur Ausübung sei erwähnt, saubere technische Ausführung mit Rhythmusgefühl. Gewicht ist so zu wählen, dass diese saubere Ausübung gewährleistet ist. Das heißt, bei jungen Athleten kein Gewicht oder sehr wenig Gewicht. Die vorgezeigten speziellen Kraftübungen sind für junge und beginnende Athleten. Mit fortgeschrittenem Trainingsalter und im Hochleistungsbereich werden diese Übungen noch spezifiziert. Spezielle Kraftübung 1: Sprunghafte Impulsschrittläufe mit dem Speer. Übung 1: Jeder Impuls ist egal ob rechts oder links, gleichwertig. Sprunghaft und gleichwertig. Spezielle Kraftübung 2: Unterschiedlich betonte Impulsschritte mit dem Speer. Zweite Übung: Jeder zweite Impuls wird betont. Darauf achten, wie bei jeder Übung, aktive Fußgelenke, ruhiger Oberkörper bei aktiven Beinen und Körperschwerpunkt auf einer Ebene. Spezielle Kraftübung 3: Impulsschrittläufe mit abgesenktem Körperschwerpunkt. Dritte Übung der speziellen Kraft: Jetzt jeder Impuls aktiv und ganz wichtig, Körperschwerpunkt relativ tief, so tief wie möglich. Das regelt sich dann eben im Trainingszustand des Athleten. Spezielle Kraftübung 4: Eindrehen gegen Gummiseil. Vierte spezielle Kraftübung im Speerwurf: Eindrehen der Hüfte gegen ein gespanntes Gummiseil. Dabei wird das Gummiseil an der Hüfte angebracht und eine Vorspannung aufgebracht auf das Seil. Und dann wird über Fußgelenk, Knie, Hüfte, die Hüfte weit nach vorne gedrückt, wobei der Oberkörper ruhig und entspannt bleibt. Spezielle Kraftübung 5: Vertikaler, beidarmiger Wurf über Kopf. Fünfte spezielle Kraftübung im Speerwurf: Vertikale beidarmiger Wurf in die Höhe. Das ist ein Pullover-Satz. Wichtig dabei zu beachten ist, dass man nicht ins Hohlkreuz fällt und auch aus den Beinen mitwirft.
spezielle Kraftübung 6, einarmiger Medizinballwurf im Liegen. Nächste spezielle Kraftübung im Speerwurf, einarmige Medizinballwürfe liegend. Zu achten ist hierbei auf den Rücken, dass er die ganze Zeit am Boden liegen bleibt während der ganzen Ausführung der Übung. Gestreckter Arm und Wurf aus der Schulter. Spezielle Kraftübung 7. Eindrehen aus Wurfauslage mit Gewichtsscheibe. Siebte spezielle Kraftübung im Speerwurf. Rückführen eines Gewichtes aus der Wurfauslage, beidarmig. Sehr wichtig wieder zu beobachten und sehr wichtige Merkmale sind Beinarbeit. Alles beginnt aus den Beinen und die Bogenspannung setzt sich fort von Fußgelenk, Knie, Hüfte, Rumpf, Schulter und Arme. Sehr wichtig auch noch gestreckte Arme und linkes Stemmbein gestreckt. Spezielle Kraftübung 8. Einarmiger Medizinballwurf aus Wurfauslage. Achte spezielle Kraftübung aus dem Speerwurf. Standwurf einarmig aus der Auslage. Sehr wichtig ist wieder die Wurfkette, das heißt Beinarbeit rechts, Knie, also Fußgelenk, Knie, Hüfte, Rumpf, Schulter, Arm. Weiters zu beachten ist der linke Arm und das Heranziehen des linken Armes zur Körpermitte beim Abwurf. Diese Bewegung nennt man die sogenannte Blockbewegung. Somit wird ein Zurückreißen der linken Schulter verhindert. Methodik des Speerwerfens. Grundlegende Vorgangsweise. Nach Absolvieren und Beherrschen der vorbereitenden Übungen sollte in folgender Reihenfolge vorgegangen werden. Imitation. Die zu erlernenden Bewegungen sollten vor der langsamen Ausführung mehrmals bewusst und kontrolliert imitiert werden. Langsame Ausführung. Die zu erlernenden Bewegungen sollten nach der Imitation mehrmals langsam und beherrscht ausgeführt werden. So wird ein sicheres Empfinden gegenüber den neuen Bewegungsmustern geschaffen. Schnelle Ausführung. Die zu erlernenden Bewegungen sollten nach langsam beherrschter Ausführung schneller bis maximal schnell bei Einhaltung der geforderten technischen Merkmale durchgeführt werden. Die angeführten Lernschritte sollten nacheinander erlernt werden. Die bereits beherrschten Lernschritte sind permanent zu wiederholen und zu automatisieren. Die Ausführungen sollten mit verschiedenen Geräten und Gewichten erfolgen. Erster Lernschritt: Wurf aus Wurfauslage. Kurz zur Wiederholung zu beachten: langer gestreckter Wurfarm, Aufbauen der Bogenspannung von unten über die Beine, Speerachse parallel zur Schulterachse, parallel zur Hüftachse. Die Reihenfolge erfolgt wie besprochen zuerst über Imitation, dann langsame Ausführung bis hin zur höheren, noch beherrschten Geschwindigkeit. Zu beachten sind die in dem Abschnitt Technik besprochenen Merkmale.
Zweiter Lernschritt, ein Impulsschritt plus Wurf. Kurze Wiederholung zu den technischen Merkmalen. Flacher greifender Schritt, Gewicht auf dem hinteren Bein, eindrehen wie im Schnittpunkt 2 bei der Technik und rechtes Bein bremst nicht, kein Bremsstoß. Die Reihenfolge erfolgt wie besprochen zuerst über Imitation, dann langsame Ausführung bis hin zur höheren, noch beherrschten Geschwindigkeit. Zu beachten sind die in dem Abschnitt Technik besprochenen Merkmale. Dritter Lernschritt, Wurf aus dem Fünferrhythmus oder auch azyklischer Teil genannt. Kurze technische Wiederholung, saubere Rückführung ist wichtig, aktive Fußgelenksarbeit und eine stetige Geschwindigkeitssteigerung. Die Reihenfolge erfolgt wie besprochen zuerst über Imitation, dann langsame Ausführung bis hin zur höheren, noch beherrschten Geschwindigkeit. Zu beachten sind die in dem Abschnitt Technik besprochenen Merkmale. Vierter Lernschritt, Wurf aus dem gesamten Anlauf. Kurze technische Wiederholung. Wichtig ist, die Zählweise ist zu beachten. Folgendermaßen geht die. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und. Das war der zyklische Teil. Und dann der azyklische Teil wird weitergezählt. 1, 2, 3, 4, 5. Weiters wichtig, kontinuierliche Geschwindigkeitssteigerung. Die Reihenfolge erfolgt wie besprochen zuerst über Imitation, dann langsame Ausführung bis hin zur höheren, noch beherrschten Geschwindigkeit. Zu beachten sind die in dem Abschnitt Technik besprochenen Merkmale.
Es gibt zwei Arten, den Speer zu greifen. Bei der ersten Art hat man den Druckpunkt auf dem Zeigefinger und auf dem Daumen. Zeigefinger und Daumen sind jeweils hinter der Speerwicklung. Man bildet einen Kreis mit Daumen und Zeigefinger, gleitet entlang des Speers bis hinter die Wicklung und greift dann fest zu. Die zweite Art, den Speer zu greifen, hier ist der Druckpunkt Daumen und Mittelfinger hinter dem Speer. Wieder bildet man einen Kreis mit Daumen und Mittelfinger, gleitet entlang des Speers bis hinter den Griff und greift dann fest zu, wie im Film gezeigt. Ich würde eher die zweite Griffart empfehlen, da man dann besser eindrehen kann und mehr Druckpunkt mit dem Mittelfinger aushalten kann. Es ist nur am Anfang etwas ungewöhnlich oder ungewohnt, aber man muss eben Beweglichkeit in der Schulter trainieren, dass man das dann umsetzen kann. Allgemeines. Ziel der vorbereitenden Übungen: Aufzeigen allgemeiner und spezieller Übungen zur Kräftigung, Dehnung, Beweglichkeit und Verbesserung der Koordination. Wichtig bei Anfängern: Diese Übungen sollten vor der Technikschulung beherrscht werden. Für Fortgeschrittene gilt: Diese Übungen sollten trainingsbegleitend und zur Wurfvorbereitung, sprich Aufwärmung vor dem Wurftraining, eingesetzt werden. Erstens: Ausschultern mit Speer. Vorbereitende Übungen für Speerwurf. Erstens: Ausschultern. Wichtig dabei, Arme gestreckt und schön die Schulter mitnehmen. Okay? Zweitens, Achterkreisen mit Speer. Zweite Übung für die Beweglichkeit im Speerwurf, Achterkreisen. Wichtig ist auch auf dem Rhythmus aufbauen, immer bam, 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 bam und dazwischen wechseln, als kleine koordinative Übung. Und wieder dazwischen. Bam, bam, bam. Und wechseln. Okay. Drittens. Einarmig in den Speer hängen. Dritte Beweglichkeitsübung in den Speer hängen. Vorsicht mit der zweiten Hand ein bisschen das Gewicht wegnehmen vom Körper. Der Wurfarm gestreckt und mit dem Gewicht leicht reinhängen. Also so leicht reinhängen. Und hochziehen. Mit dem rechten dann und der linke unterstützt. Und dann ein bisschen hängen lassen und dehnen. Passt. Viertens, Rumpf drehen in Vorlage. Vierte Beweglichkeitsübung, Rumpf drehen, einen Punkt vor dem Körper fixieren und immer mit der Speerspitze oder mit dem Hinterteil berühren. Rücken schön gerade lassen. Ist für die Beweglichkeit im Rumpf sehr gut. Fünftens, eindrehen gegen den Speer. Die Beweglichkeitsübung für einen Speerwurf hat jetzt schon technischen Charakter. Gestreckten Arm eindrehen gegen das Gerät. Den Speer an der Spitze fassen. Speer, normale Speerhaltung. Und den gestreckten Wurfarm gegen den Speer fast gestreckt eindrehen. Wichtig dabei, Ellbogen nach oben führen, Richtung Speer. Ganz schlecht wäre anzuziehen und nach unten, da entstehen sehr arge Verletzungen im Ellbogen. Also ich zeige es nochmal richtig, nach oben. Und eindrehen, fast gestreckt nach oben. Jetzt von vorne nochmal, das wäre die richtige Ausführung. Gestreckt, fast gestreckt nach oben.
Und das wäre falsch, wenn man so anzieht und nach unten zieht. Also so wäre falsch. Gestreckt nach oben. Erstens, Hürden steigen mit Speer. Frontale Stellung. Die folgenden drei Übungen sind Übungen für die Schulung des allgemeinen Rhythmusgefühls, weiters für die Beweglichkeit und zusätzlich für aktive Fußgelenksarbeit. Bei allen drei Übungen muss ich darauf achten, dass der Oberkörper ruhig bleibt und die Beine aktiv arbeiten. Das war die erste Übung, zu beachten ist ruhiger Oberkörper, aktive Fußgelenksarbeit und wir erreichen dabei auch eine Beweglichkeit in der Hüfte. Zweitens, Beinpendel mit Speer, frontale Stellung. Das war die zweite Übung, wieder Oberkörper ruhig, frontal und da kommt jetzt aktive Fußgelenksarbeit und Rhythmus schon dazu, hat man gesehen. Tap, 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 tap. Drittens, Hürdensteigen mit Speer seitlich in Wurfauslage. Das war die dritte Übung. Wichtig, schon seitliche Auslage. Speer immer beim Auge, aktive Fußgelenksarbeit und Rhythmus. Also die dritte Übung nochmal von der Seite aufgenommen. Wichtig dabei ist auch noch zu sagen, dass die Hüfte immer auf einer Ebene bleibt und nur aus dem Fußgelenk gearbeitet wird und nicht gesprungen wird. Also Hüfte bleibt auf einer Ebene. Erstens. Beidarmige Medizinballwürfe liegend. Allgemein vorbereitende Übungen mit Medizinball. Erste Übung, liegend gegen die Wand mit gestreckten Armen, beidarmig. Zweitens, beidarmige Medizinballwürfe mit Körperwelle. Zweite vorbereitende Übung mit Medizinball, die Welle. Beidarmig gegen die Wand, wichtig, Knie, Hüfte, Schulter, Arm und dann der Medizinball. Das soll von der Seite ausschauen wie eine Wellenbewegung. Drittens, beidarmige Medizinballwürfe mit hohem Impulsschritt. Dritte vorbereitende Übung mit dem Medizinball, mit kurzem Anlauf in den Rhythmus springen. Nach unserer Zählweise 3, 4, 5. Wichtig, dass man den Rhythmus beibehält. 3, 4, 5.